Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Herr der Ringe Online mit Bilbos weiteren Abenteuern. So, wir haben ja jetzt eine heiße Fährte und zwar von Gloin. Der hat gesagt, er hat ihn nämlich an diesem Morgen so gegen 10 Uhr noch da oben an dem Pass gesehen. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Hallo. Achso, man muss das anmachen, sonst sieht man natürlich herzlich wenig. Aus Gloins Worten geht hervor, dass Bilbos Spur in das Nebelgebirge führen muss. Aber wohin geht er und warum? Seid ihr immer noch entschlossen, ihm zu folgen? Sagt mir Bescheid, dass es so ist. Das ist eine wiederholbare Aufgabe und so weiter. Schließt die Mission, die weiteren Abenteuer Kapitel 5 ab. Machen wir. Folgt Bilbos Spur mit euren bewährten Hartnäckigkeit in das Nebelgebirge und bleibt auf der Hut, denn diese Pfade sind gefährlich, besonders im Winter. Vielleicht ist Kubulgat nicht der einzige Geist des Sturms, der diese Hänge heimsucht. Viel Glück auf eurer Reise und bringt Bilbo heil und unversehrt zurück. Wendung Überraschungsangriff. Euch erwartet womöglich ein Hinterhalt, wenn ihr euer Ziel erreicht habt. Womöglich? Heißt es, man kann dem auch irgendwie entgehen? Vielleicht hat Bilbo auf seiner Reise nach Norden Spuren hinterlassen, wenn die kürzlichen Schneefälle sie nicht begraben haben. Jaja. So, wo sind wir denn theoretisch? Kann man das hier sehen? Aha, wir sind an der hohen Klippe oder was ist das? Wittkluft. Da glitzert's doch. Sparkel, Sparkel. Ihr hört Stimmen im Wind. Bilvis Stimmen. Kleine Drecksäcke. Sag mal, nehmen die überhaupt Schaden? So gut wie gar nicht. Bezwingt die Bilwisse und reist auf der Suche nach und so weiter. Okay, nee, wir müssen die schon platt machen. Hä? Ist hier irgendwie einer ein Heiler oder sowas? Die nimmt überhaupt gar keinen Schaden. Ach, Quatsch. Nein, oh Mann. Dummes Gehirn. Macht einfach nicht, was es soll. Bilvis Krieger, Bilvis Krieger, Bilvis Krieger. Verstehe ich nicht. Habt ihr gesehen? Die waren einfach wieder hochgeheilt. Bleiben die jetzt da unten stehen? Ja, ich glaube schon, oder? Nee. Einfach partout keinen Schaden genommen. Ah, aber so kann ich die nacheinander platt machen. Ist auch nicht schlecht. Ich weiß ja nicht, ob da einer von denen irgendwie vielleicht heilen konnte. Und ich habe es nur einfach die ganze Zeit nicht mitgekriegt. Und der hat die anderen immer hochgeheilt oder so. So. Na, immerhin schon mal einer. Wenn hier natürlich noch viel mehr von der Sorte kommen, dann dauert das ja ewig. Wenn ich die nur einzeln platt kriege, weil die sich sonst ständig hochheilen. Und der letzte.
Jetzt haben wir gleich alle drei. Alles klar. Ja, mit meiner Moral komme ich dagegen schon durchaus an, aber... Also... Da sind nochmal drei, super. Die kommen jetzt auch... Die kommen hier gleich angerannt. Aha, interessant. Haben die mich also schon gesehen, oder wie? Es scheint so. Na, die hier sind nicht immer wieder hochgeheilt. Ich meine, vielleicht waren es auch vorher vier und ich habe einfach in dem Augenblick geguckt, wo der zu dem neuen rüber gewechselt ist und dachte, der wäre einfach nur schon wieder voll. Also sah fast so aus, als ob der zwischen den einzelnen Feinden hin und her gesprungen wäre, aber wenn ich keine anderen Feinde auswähle, dann sollte der das eigentlich ja nicht machen. Nix da, du kommst hier nicht mehr weg. Meine Herren. So, da oben glitzert nämlich schon wieder was. Die Spuren führen nach Norden zum flackernden Licht eines Lagerfeuers. Die Waage werden ihn erwischen, keine Sorge. Durchsucht den Lagerplatz, okay. Aber da oben sind auch noch mal welche. Sollen wir die vielleicht zuerst platt machen? Oh, das ist der sogenannte Hinterhalt. Scheiße. Es werden noch immer mehr da oben. Ist es das, was ich durchsuchen soll? Dann müssen wir immer mal einen Blick nach da oben werfen. Ob die von da oben dann irgendwie runterkommen. Also wenn die alle kommen, sehe ich aber schwarz. Die drei gerade eben waren schon knapp. Oh nein, 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 nein. Vielleicht will der Hilfe holen? Ah, habe ich dich. Miststück. Du Mistfink. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Kommen die jetzt gleich alle? Mhm. Sollte ich hier nicht dieses Lager durchsuchen? In diesem Lager scheint es keine Spur von Bingo zu geben. Der Bingo? Stand da Bingo? Sollte es nicht... egal. Bilbo zu geben, ja. Ist er weiter nach Norden gereist? Fragezeichen. So, einer weniger. Es geht nicht. Ich muss das und das nehmen. Ich wollte jetzt eigentlich warten, bis das abgelaufen ist, damit ich danach zwei Heilungen auf einmal zünden kann. Jetzt... kann ich wieder nur eine machen und muss wieder warten, bis das abgelaufen ist. Und da die ja hier nicht auf mich warten, sondern einfach immer angelaufen kommen, ist das ein bisschen ätzend. Er zwingt Billwisse und reist auf der Suche nach weiteren Spuren nach Norden. Habe ich jetzt vielleicht mal kurz meine Ruhe? Sehr schön. Was ist denn das hier für ein Dings? Drachenfeuerwerkskörper, aha. Ich warte kurz, bis das hier abgelaufen ist und dann geht's weiter. So, ich würde mal sagen, es geht weiter. Ich habe mich mal unsichtbar gemacht für die Zeit, weil ich mir nicht sicher war, ob da nicht gleich irgendwie welche anmarschiert kommen.
Ich will nicht so viele auf einmal besiegen. Wie soll das gehen? Hey, das sind was, 5 oder 6 Stück? Okay, es kommen nicht alle, gut. Ja, voll, erstmal voll eins auf die Rübe. Ich muss mir einfach ganz dringend mal wieder ein paar Heiltränke kaufen. Dann hatte ich das Problem nicht so. Ja, ich muss sagen, also im Gegensatz zu allen anderen vorher, ist das hier erheblich schwieriger. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt nur so vorkommt, weil wir zum ersten Mal ja auch alleine sind. Sonst war immer irgendeiner mit dabei. Ob das nun ein Riese oder Gloin oder die Elben waren. Jetzt sind wir zum ersten Mal auf uns selbst gestellt, sozusagen. Aber ich finde es echt gar nicht mal so einfach. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen regenerieren. Und dann schnappen wir uns gleich die nächsten. Okay. Okay, jetzt haben wir gleich noch eine Dreiergruppe da oben. Puh, kurz mal regenerieren. Wie lange dauert das hier noch? 3 Minuten. Super. Ja, ich denke, ich werde die tatsächlich auch wieder abwarten. So, ich denke mal, es sind zwar noch 50 Sekunden, aber vielleicht reicht es ja. So, Freunde. Dann wollen wir euch mal angreifen. Ich sehe schon, hier oben sind schon wieder die nächsten 2 Pünktchen auf der Map. Ach, das war jetzt blöd. Jetzt habe ich den anderen Betäubungsskill benutzt, obwohl die alle schon betäubt sind. Jetzt kommt der andere wieder zurück. Idiot. So. Sehr schön. Dann wollen wir doch wieder mal was essen. Da vorne sind ja noch mal 2. 2 brauche ich vielleicht das Ding hier nicht unbedingt. Unterbrochen. Nein, du sollst es essen. Ah, Waage. Die haben sehr gesagt, die Waage holen sich den schon. So, die haben ungefähr, ja doch, ziemlich genauso viel Moral. Und bei denen muss man ein bisschen mehr aufpassen. Die belegen einen ja hier ständig mit irgendwas.
Schneller, als ich es mir wegnehmen kann. Hab ich eine Wunde und einen Blutungsschaden. So. Meine Herren. Die Spur führt direkt zu einem weiteren Bilbis-Lager. Was hat sich Bilbo nur dabei gedacht? Das frage ich mich auch, aber wir wissen ja noch gar nicht, ob er das ist. Sieht zwar nach Barfußfüßen aus, aber wer weiß. Ist aber leer. Tote Waage. Dieses Lager ist voll von erschlagenen Bilwissen und Wagen. Was ist hier geschehen? Aha, da ist ja noch einer. Ihr sucht nach diesem Halbling, oder? Der Bilwiss hustet, wobei er Blut spuckt, an dem er fast erstickt. Ihr kommt zu spät. Meine Waage haben ihn gefunden. Von rechts wegen sollte er mir gehören. Aber seht euch um. Sorok und Bauglamm haben sich über die Beute gestritten, wollten den Halbling für sich selbst haben. Er schließt die Augen dem Tode nahe. Ihr verlangt, dass er euch sagt, wohin Bilbo verschleppt wurde. Und bevor er stirbt, murmelt er ein einziges Wort. Nein, murmelt er, stirbt mit einem Lachen. Mission erfüllt. Hieß es nicht, es gibt einen Hinterhalt? Oh, hast du mich erschreckt. Tote Bilwisse und Waage, aber kein Zeichen von Bilbo. Wir müssen ihn finden und zwar schnell. Weil wir es so unglaublich eilig haben, gehen wir natürlich logischerweise erstmal zurück nach Bruchtal. Damit wir dann gleich den ganzen Weg wieder nochmal machen können. Ja, sinnvoll. So, das ist schon das ist schrecklich. Bilbo wurde von Bilwissen gefangen genommen. Schon wieder. Ja, damit können wir jetzt Kapitel 6 machen. Wie viele Münzen habe ich inzwischen? 29. Ja, das reicht natürlich vorne und hinten nicht, um uns hier irgendwas einzutauschen. Ja, das war Kapitel 5. Wie ich finde, deutlich länger, deutlich schwerer. Und eventuell liegt es daran, dass wir eben alleine waren. Und an dieser Stelle ist die Folge wieder zu Ende. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Herr der Ringe Online. Bis dann, ciao, ciao.